Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 27 und zwar für die Handelstage vom 2.7. bis 6.7.2018. Heute mit den Märkten DAX, S&P, Euro und Gold. Wir wollen uns diese Märkte in der Big-Picture-Analyse anschauen. Was könnte hier in der kommenden Woche passieren, beziehungsweise was ist in der vergangenen Woche passiert? Wie gewohnt, dann hier auch in dem Video auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers, dann auch unter dem Video in der Videobeschreibung. Schaut ihr hier Show More oder eben mehr Anzeigen. Seht ihr die Märkte, über die ich heute spreche, dahinter dann eine Uhrzeit. Also wer sich zum Beispiel nur die S&P-Analyse oder nur die Euro-US-Dollar-Analyse anschauen möchte, der kann hier unten auf die entsprechende Zeit dahinter klicken und dann kommt ihr im Video direkt zu dieser Analyse und müsst euch eben vorher nicht DAX und S&P oder eben wenn man sich das Gold nur anhören möchte, dann eben nicht die Märkte vorher anhören, sondern kann im Video direkt zu dieser entsprechenden Analyse switchen. Bevor wir auch starten, der Blick auf den Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet prinzipiell darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positions Größe entsprechend natürlich an euer Konto anpasst, dass ihr definitiv das all, was ich hier sage, nicht als Handelsempfehlung wertet. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Broker oder zum Trading natürlich beantwortet bekommen. Bevor wir mit dem DAX starten, dann auch der Switch auf die Fundamentals für die kommende Handelswoche. Da schaue ich ja persönlich unter anderem immer auf der Seite von finanzen.net nach. Hier könnt ihr oben auf Termine gehen, auf den Wirtschaftskalender. Dann könnt ihr euch hier, Moment, wenn das dann auch umswitcht, entsprechend die komplette Handelswoche anschauen, die komplette kommende Handelswoche. Das ist hier immer noch ein bisschen falsch dargestellt. Man muss hier am Abend, am Sonntagabend immer noch auf die 28 klicken, obwohl wir die Kalenderwoche 27 haben. Dann seht ihr hier unten eine Auflistung aller Wirtschaftszahlen, die in der kommenden Woche rauskommen. Prinzipiell schaue ich mir hier nur die Zahlen an, die mit hoher Relevanz, also mit 3 Sternen belegt sind. Allerdings muss man hier so ein bisschen aufpassen, denn wir haben in der kommenden Woche Independence Day in Amerika. Am Mittwoch ist hier Feiertag, was da auch bedeutet, dass die Börsen geschlossen sind. Hinzu kommt, dass dann auch schon am Dienstag vor dem Feiertag die New York Stock Exchange nur noch einen verkürzten Handelstag hat. Und so Feiertage, die da eben in wichtigen Ländern, die uns auch betreffen, also Deutschland bzw. Europa oder dann eben auch Amerika, kann man hier nur in der normalen Einstellung, also wenn alles angezeigt wird, sehen. Und dann muss man hier nach unten scrollen und man sieht am Mittwoch, dass dann hier eben Unabhängigkeitstag in den USA ist. Das ist wichtig zu beachten, weil eben dann keine Initialzündungen aus den Staaten kommen. Dennoch haben wir am Freitag, ganz wichtig, das scrollen wir nochmal nach oben und switchen hier auf diese 3 Sterne und dann sehen wir, dass hier schon nur noch kaum wichtige Wirtschaftszahlen kommen. Australien am Dienstag, so ein paar Sachen hier, britischer Pfund eventuell, United Kingdom, dann hier 20 Uhr am Donnerstag, FOMC-Protokoll, das könnte auch nochmal wieder zu so ein bisschen Bewegung führen. Aber dann ganz wichtig, am Freitag, dem 6. Juli, haben wir Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Also die Non-Farm-Payrolls mal wieder hier, diese Woche, die da rauskommt, also am Freitag 14.30 Uhr, da werden wir entsprechend in den Livestreams dann auch drauf eingehen, schauen, was könnte da erwartet werden. Es war beim letzten Mal oder bei den letzten Malen nicht so viel Bewegung zu den Non-Farm-Payrolls. Nichtsdestotrotz sollte man hier definitiv drauf achten. 14.30 Uhr am Freitag, Mittwoch in Amerika kein Handelstag, Dienstag verkürzter Handel. Das sind so die wichtigsten Eckdaten für die kommende Handelswoche. Und wir starten dann auch schon direkt mit dem Blick auf den DAX, der ja in der vergangenen Handelswoche auch erstmal wieder grundlegend abgegeben hat. Mit dem Montag, mit einem recht schwachen Montag, hier erstmal in den Bereich 12.250 in etwa abgesackt ist. Dann am Dienstag nochmals neue Bewegungstiefs, am Mittwoch auch nochmals neue Bewegungstiefs, aber schon nicht mehr großartig nennenswert. Also diese Volatilität gepaart mit diesem Momentum auf der Abwärtsseite, dass diese neuen Tiefs immer dann auch schon mit Schmackes sozusagen ausgebaut worden sind. Das war in der vergangenen Handelswoche dann erstmal grundlegend nicht mehr so. Wir haben zwar mehrfach immer wieder neue Tiefs ausgebaut, aber auch verhältnismäßig relativ starke Rebounds immer gehabt. Und der stärkste Rebound war hier dann am Mittwoch, wo der Markt dann aus dem Stand fast 350 Punkte vom Tief gestiegen ist. Allerdings, das zeichne ich auch gleich ein, eigentlich charttechnisch nur in einen wichtigen Widerstandsbereich, um hier diesen sauberen Abwärtstrend dann erstmal grundlegend fortzusetzen. Am Freitag dann zwar auch erstmal wieder so eine kleine leichte Erholungsphase mit dem Schlusskurs im Bereich 12.280 hier. Also grundlegend, außer dem Montagshandel, hat die Woche sich mehr oder weniger hier nur seitwärts tendierend bewegt, in etwa um den Bereich 250, 280 herum. Ich zeichne das dann auch mal ein, um hier den Blick auch für die kommende Woche erstmal grundlegend übergeordnet zu schärfen. Also wir sind ja hier vorletzte Handelswoche bzw. Freitag. Vorvor
vorletzte Handelswoche dann schon mal nach unten gekommen. Dann war die letzte Handelswoche hier relativ schwach. Wir hatten dann auch zum Freitag eine leichte Erholung. Dann kam der letzte Montag oder vergangene Montag der vergangenen Handelswoche mit Schwäche, leichte Erholung, Schwäche nach unten, leichte Erholung, Schwäche nach unten und dann hier wieder die Erholung. Wir sehen, dass hier erstmal grundlegend alles sauber abwärts tendierend war, dass hier mit dem Mittwoch, mit dieser starken Bewegung nach oben eben grundlegend eigentlich nur dieser Bereich dieses letzten Tiefs hier getestet wurde und der Markt dann auch ja relativ zügig wieder nach unten kam, aber nichtsdestotrotz hatten wir in diesem Bereich hier unten eigentlich eine schöne Seitwärtsphase, die allerdings dann auch teilweise sehr, sehr schwierig zu handeln war, weil die Richtungswechsel einfach auch relativ zügig stattgefunden haben und die angedachte Abwärtsseite zwar trotzdem diverse Möglichkeiten bereithielt, nichtsdestotrotz aber hier eben keine nennenswerten neueren Tiefs dann immer wieder ausgebaut worden sind, außer am Montag. Was bedeutet das jetzt für die kommende Handelswoche? Also grundlegend sind wir von meiner Sichtweise her weiterhin abwärts tendierend und ich hatte auch in der vergangenen Handelswoche in den Livestreams dann auch schon immer über diesen Bereich knapp unter der Marke von 12.400 hier in der CFD-Indikation gesprochen. Ich hatte das hier dann auch eingezeichnet mit so einem leichten grauen Bereich. Ich zeichne das jetzt hier auch nochmal ein. Und dieser Bereich, den ich hier letzte Woche dann schon als sehr, sehr wichtig angesehen habe, wo der Markt dann auch diverse Male zum Stillstand kam, außer am Mittwoch, wo er dann so ein Stück weit drüber pushte über diesen Bereich. Aber grundlegend ist der Markt des Öfteren dann in diesen wichtigen Bereich reingelaufen, hat dann immer wieder abgeprallt, ist dann wieder rangelaufen, erstmal wieder ein Stück abgeprallt und hier ist er ja mehr oder weniger auch ran, nur etwas volatiler überschossen und ist er dann grundlegend auch erstmal wieder zurückgekommen. Also dieser Bereich ganz knapp unter der Marke 12.400 gestartet, wird dieser Bereich hier im Bereich 12.375 in etwa. Und das ist auch für die kommende Handelswoche erstmal aus aktueller Sicht der Bereich, unter diesem sich weiterhin erstmal der Vorteil auf der Abwärtsseite abspielen sollte. Was da bedeutet, wenn der Markt sich in irgendeiner Art und Weise, ich nehme das nochmal raus, die Pfeile der vergangenen Handelswoche und zeichne diesen Bereich hier nochmals kurz ein. Also alles, was sich weiterhin darunter abspielt vom Kurs her, sollte eben weiterhin abwärts tendierend sein. Durchaus mit der Chance. Wir haben den 12.000er Bereich auf der Abwärtsseite durchaus im Visier. Das schauen wir uns auch gleich übergeordnet nochmal an. Also es ist ja durchaus denkbar, dass wir so ein bisschen mehr Schwäche bekommen. Allerdings muss man hier eben im Hinterkopf haben, aus Amerika kommt erstmal Dienstag bzw. Mittwoch nicht so viel. Wir schauen ja auch gleich auf den S&P. Der müsste da schon ordentlich auch Dampf nach unten aufnehmen, dass wir hier gegebenenfalls dann auch im DAX die Schwäche in Richtung 12.000 sehen oder vielleicht sogar noch tiefer. Da kommen ja dann auch diverse Zielbereiche, die da vielleicht noch interessant sind. Aber erstmal würde ich grundlegend, gerade jetzt eben was den Montag betrifft, zwar hatten wir die letzten zwei Montage sehr, sehr schwache Handelstage, was natürlich, wenn sich wieder die Märkte schwach zeigen, wenn die asiatischen Vorzeichen morgen früh schwach sind, wenn die US-Futures vielleicht auch schwach sind, dann kann es natürlich durchaus sein, dass wir relativ schnell durch die Vorwochentiefs durchrutschen. Das ist durchaus denkbar, aber das merkt man ja dann. Grundlegend würde ich aber erstmal nur, in Anführungsstrichen, nur diese Tiefbereiche der vergangenen Handelswoche und primär ganz weit vorn der 12.150er Bereich als grundlegendes Ziel annehmen. Das ist immerhin aus dem aktuell 12.325er Bereich oder, nee, Quatsch, 12.280er Bereich mit dem Schlusskursniveau in den Bereich 150 sind ja immerhin 130 Punkte, die der Markt dann auf der Abwärtsseite auch erstmal wieder laufen muss für einen Montag. Eigentlich ausreichend, auch wenn die letzten Handelstage hier etwas volatiler und etwas mehr mit Momentum auf der Abwärtsseite stattgefunden haben. Also aus aktueller Sicht würde ich für Montag dann auch erstmal diesen Bereich nehmen, aber übergeordnet ist es durchaus denkbar, dass wir uns weiter nach unten fortarbeiten. Somit sind natürlich dann immer interessant, ihr kennt das von mir, wenn der Markt auf irgendeine Art und Weise, Moment, das sollte jetzt hier ein Pfeil werden, also wenn wir dann auf irgendeine Art und Weise immer irgendwo Erholungen sehen, dass man dann entsprechend nach Erholungen versucht, an bestimmten Widerständen die Abwärtsseite zu spielen. Man muss dann eben schauen, Chance-Risiko-Verhältnis, reichen die Tiefs für die entsprechende Chance für einen Trade aus oder muss man dann in der Situation eben davon ausgehen, dass der Markt vielleicht neue Tiefs nach unten ausbaut. Das muss man situativ dann entscheiden, aber grundlegend bin ich, wie gesagt, unterhalb dieses 12.375er Bereiches erstmal von der Abwärtsseite eingestellt. Sollten wir darüber gehen, dann bin ich erstmal so ein bisschen vorsichtig, denn
diese Vorwochenhochs hier mit diesem Test dieses Bereiches hier, 12.450 in etwa hier in der CFD-Indikation. Moment, nein, das sollte mal wieder ein Viereck malen. Also dieser Bereich, der ist nach wie vor natürlich Widerstand. Das bedeutet, der Bereich 12.375 hinauf in die 12.450, das ist erstmal so ein bisschen Niemandsland. Man kann natürlich vorsichtig, vielleicht mal auch schon so knapp darunter, wenn wir hier vielleicht doch wieder so ein bisschen Stärke bekommen oder eben vielleicht erstmal runtergehen, hier unten keine nennenswerten Tiefs erneut ausbauen, der der Markt wieder Stärke bekommt, dann ist es auch denkbar, hier mal diesen Bruch nach oben zu antizipieren in Richtung 450. Aber 450 würde ich auch erstmal als Ziel wählen, denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir hier erneut ein Stück abprallen, vielleicht erstmal in dieses Unterstützungsniveau reinlaufen und dann vielleicht mit diesem Test eine Long-Überlegung bekommen. Und wenn wir dann über 450 laufen, dann kann es auch relativ zügig in Richtung 550, vielleicht sogar 600 gehen. Denn das ist, und das schauen wir uns jetzt übergeordnet auf dem Tageschart nochmal an, auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich. 550 beziehungsweise hier dieser rote Bereich in etwa der 600er Bereich. Und wenn wir uns diese scharfe Abwärtsbewegung der vergangenen zwei Handelswochen hier anschauen, also hier grundlegend auf dem Tageschart ja sehr, sehr sauber abwärts, dann ist natürlich auch eine Erholung in den 550er Bereich oder gar in den 600er Bereich rein charttechnisch gar nicht so verkehrt. Also das wäre schon relativ sauber, dass der Markt hier wieder die Schwäche vielleicht sammeln kann, um dann eventuell weiter nach unten zu laufen. Also grundlegend, wenn man das einzeichnet, ist es runter, ist es aufwärts, ist es hier dann eben mit dem Bruch dieses alten Tiefs, dieses 500er, 600er Niveau, dann eben der Markt eventuell bis hier rauf wieder mit dem Test dieses Niveaus, um dann eventuell übergeordnet wieder die Abwärtsseite aufzubauen. Und was wir jetzt hier versuchen im Daytrading in den nächsten Tagen, dann entsprechend, wenn es dazu kommen sollte, dass wir hier ein bisschen mehr Erholung sehen, dann natürlich auch versuchen, auf kleineren Zeitebenen entsprechend diesen Weg nach oben zu begleiten. Wir merken uns dann aber, 550, 600 wird da extremst interessant, um dann vielleicht in diesem Bereich auch erstmal wieder auf die Abwärtsseite zu setzen. Sollte der Markt eben keine Stärke finden und hier relativ zügig weiter absacken, dann sind wir natürlich auch relativ zügig wieder auf der Abwärtsseite dabei. Da kommt, wie gesagt, 12.000 knapp darüber als nächstes Unterstützungsniveau und dann geht es relativ zügig, da kommt nicht mehr so viel Unterstützung in den Bereich 11.880 in etwa, beziehungsweise dann relativ zügig 11.700. Allerdings, das muss der Markt dann auch erstmal machen. Wie gesagt, wir schauen mal auf den S&P. Also diejenigen, die sich jetzt hier nur die S&P-Analyse anschauen, sollten vielleicht auch kurz vorher nochmal die DAX-Analyse hören, um hier das so ein bisschen einzunorden. Im S&P, wie gesagt, Mittwoch gar kein Handelstag von den Börsen her aus Amerika, Dienstag dann schon verkürzt. Also der S&P ja grundlegend in den letzten Wochen, wir hatten es besprochen, auch in der letzten Trading-Wochenanalyse, wir hatten hier diese Seitwärtsphase. Ja, das war Anfang Mai bis Ende Mai grob, dann kam dieser Bruch nach oben aus dieser Seitwärtsphase raus, was dann eben zu diversen Long-Überlegungen führte. Das sollten hier natürlich dann auch wieder Pfeile werden, also grundsätzlich die Aufwärtsseite und dann fing der Markt wieder so ein bisschen an zu schwächeln. Testete, ganz klassisch, das sind ja so klassische Überlegungen, die wir dann machen, zum einen eben dieses Unterstützungsniveau, beziehungsweise ging es dann auch mal mit einer volatileren Bewegung in dieses Ausbruchsniveau runter, von dort aus kam dann wieder eine schöne Erholung, allerdings von dort aus dann wieder hier ganz sauber die Schwäche und wir hatten dann, oder ich hatte dann auch schon gesagt hier an dieser Stelle, okay, das war dann der Schluss der vorletzten Handelswoche, also die vergangene Handelswoche, schauen hier diese Seitwärtsphase, es ist denkbar, dass eben diese Seitwärtsphase abgearbeitet wird, dass eben diese untere Grenze realistisch erreichbar ist, dann ging es nach unten, es ging nach oben, es ging nach unten, es ging nach oben und wir sind zum Freitagabend dann wieder genau in die Mitte dieser Seitwärtszone gelaufen und das lasse ich jetzt hier auch mal als Bild so stehen, zeichne es hier dann als Seitwärtszone auch nochmal ein. Jetzt ist es hier eben wichtig, was macht der Markt da draus? Erstmal aktuell definitiv denkbar, dass wir hier erneut in diesen unteren Bereich rutschen und dann wird es natürlich an dieser Stelle interessant, schaffen wir diesen nachhaltigen Ausbruch nach unten, worauf man natürlich dann auch immer mal setzen kann. Also den Markt, wenn man hier vielleicht relativ gut in einen Short Trade reingekommen ist, den Markt durchaus mal einräumen, dass er es nach unten schaffen könnte. Dass er hier eben entsprechend diesen Bereich 2700 nach unten durchstößt. Wir haben ja hier aus der Vergangenheit mal so einen kleinen Ausreißer aus dieser Seitwärtszone schon gehabt.
Das wäre hier definitiv auch ein realistisches Ziel. Und sollte das dann eben in dieser Art und Weise vielleicht stattfinden, dann ist es natürlich auch denkbar, dass natürlich der DAX auf der Unterseite etwas mehr Spielraum bekommt in Richtung 12.000 erstmal. Aber da sollten die Vorzeichen aus Amerika schon entsprechend sein. Wobei, wie gesagt, Mittwoch könnte der DAX so sein Eigenleben vollziehen. Da kann man natürlich wenig dann auf die US-Märkte schauen, beziehungsweise werden sie nicht richtungsentscheidend sein, weil einfach dann dort kein Handel entsprechend stattfindet. Aber das erstmal das generelle Bild, der generelle Gedanke. Es kann aber auch sein, dass eben der Markt sich weiterhin hier einfach in dem unteren Bereich wieder nach oben tendiert. Und dann sehen wir so eine ähnliche Bewegung hier erstmal für einige Tage, vielleicht auch Wochen. Ja, wie gesagt, das war hier fast ein kompletter Monat, also auf jeden Fall gute 3 Wochen, wo der Markt sich in dieser Seitwärtszone hin und her bewegt hat. Und wir haben ja jetzt gerade mal 1 Woche. Also es kann durchaus sein, dass vielleicht mal so ein kurzer Ausreißer nach unten kommt und dann der Markt sich in dieser Zone hier weiter bewegt, was natürlich bedeutet erstmal Vorsicht. Und wir haben ja auch diese Seitwärtszone im S&P, am DAX gesehen. Er ist ja außer Montag, wo er ein bisschen stärker nach unten kam, auch grundlegend, zwar volatil, aber seitwärts tendierend unterwegs gewesen. Und das zeigte sich hier natürlich dann auch spiegelbildlich fast im S&P. Also sollte sich hier natürlich dann auch entsprechend für die Abwärtsseite oder etwas klarer für die Abwärtsseite sollte ein Bruch nach unten stattfinden. Erstmal in Richtung 2675 in etwa, und wenn wir dann richtig schwach sind, wenn doch eben die Märkte weiter runterbrechen, dann ist hier 2650 knapp darunter als nächstes Ziel interessant. Aber ob das wirklich in der kommenden Woche eintritt, das muss der Markt mir dann auch erstmal zeigen. Ich gehe erstmal davon aus, wir sind in dieser Seitwärtszone, antizipiere vielleicht mal einen Ausbruch nach hier unten. Wenn es aber nicht funktioniert, dann gleich wieder vorsichtig werden. Dann hier in der Seitwärtszone sowieso vorsichtig mit Handlungen, und sollte dann der Bruch eventuell wieder nach oben kommen. So ein kleiner Ausbruch hatten wir in der vergangenen Handelswoche auch schon. Ist jetzt hier nicht so schlimm, sondern es sollte dann schon nachhaltig nach oben der Markt rausgehen. Dann wird es natürlich wieder interessant für die Aufwärtsseite, dass sich hier dann vielleicht ein Test dieses Ausbruchsniveaus erneut. Das ist dann ähnlich wie hier. Rauf, runter, und dann ging es weiter nach oben. Auf so eine ähnliche Überlegung würde ich dann wieder setzen, dass der Markt dann entsprechend drauf geht. Und dann wird es natürlich umso interessanter. 2770, wenn wir da dann wieder drüber gehen, wird es immer klarer. 2800 ist hier noch in greifbarer Nähe und ist durchaus, wenn der Markt wieder stark werden sollte, definitiv realistisch erreichbar. Also wir sind in einem entscheidenden Niveau, in einer Seitwärtszone, und klassische Range-Breakout-Strategien auch hier für die grobe Analyse eben wichtig. Vorsichtig in Seitwärtszonen, weil oft schnelle Trendwechsel stattfinden, wie wir es in der vergangenen Handelswoche haben. Und wenn der Markt einem nicht was anderes zeigt, dann muss man auch aktuell erstmal weiter auf diese Seitwärtszone setzen, was natürlich bedeutet, dass man in dieser Range auch entsprechend untere Bereiche, obere Bereiche unten kauft, oben verkauft, aber das eben relativ schwierig, gerade für Trading-Neulinge immer sind so Seitwärtszonen eigentlich nicht das Terrain, in dem man sich tummeln sollte, also von daher lässt man dann vielleicht den Markt lieber sein. Das zur S&P-Analyse, wir kommen zum Euro, und der Euro ist auch in einem Bereich, ähnlich wie es jetzt in den Indizes ist. Und es ist ja auch generell so, dass es ganz oft so ist, dass Märkte, wenn der eine Markt keine großartige Trendtendenz hat, dass auch ganz oft viele, viele andere Märkte gar keine wirkliche Trendtendenz haben. Und das zeigte sich dann auch im Euro vergangene Handelswoche. Wir sind zum Anfang der Handelswoche erstmal ein Stück weit nach oben gekommen, haben aber den 1,1730er Bereich hier gar nicht nennenswert erreichen können, sondern sind mehr oder weniger im 1,17er Bereich zum Erliegen gekommen. Wir hatten hier dann auch so ein kleines Unterstützungsniveau erstmal fürs Daytrading festgelegt. Das war der Bereich um die Marke, könnt ihr nochmal schauen, um die Marke 1,1650, knapp darunter, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir da drüber bleiben, ist es nochmal denkbar, dass der Markt vielleicht stärker findet. Er reagierte hier auch, sackte dann aber nach unten weg, schaffte aber, und das ist jetzt hier erstmal wichtig für die kommende Handelswoche, schaffte es nicht, diese Tiefs hier nochmal anzugreifen. Wir haben jetzt im Prinzip 3-mal diesen Bereich hier unten und hier jetzt in der vergangenen Handelswoche gar nicht mehr ganz unten, sondern so hoch weiter darüber gedreht. Also dieser Bereich hier unten ist natürlich jetzt aktuell sehr, sehr wichtig. Sollten wir da runter durchgehen, dann wird die Abwärtsseite erstmal wieder klar. Ja, aber aktuell sind wir erstmal wieder nach oben laufend. Wir haben dann als nächsten wichtigen Bereich auf der Oberseite hier diesen Bereich 1,1730. Und dann kommt als nächster wichtiger Bereich der Bereich um die Marke 1,1820.
Ja, das sind erstmal grundlegend die Bereiche und ich würde als richtungsentscheidend erstmal für die ersten Handelstage hier diesen Bereich, den hatten wir hier vorher schon mal. Ich schaue auch gleich nochmal, ich habe jetzt den Großbereich nicht exakt im Kopf, da schauen wir gleich mal das. Diese orangene Linie sollte erstmal gerade für Montag, vielleicht auch für Dienstag die richtungsentscheidende Linie sein. Solange wir weiterhin da drüber sind, könnte es sein, dass wir hier diese Erholung, die wir jetzt aktuell dann gerade am Donnerstag und gerade am Freitag sind wir auch etwas stärker nach oben gelaufen hier. Sollte diese Bewegung sich fortsetzen, so ein kleiner Rückläufer hier vielleicht auch wieder denkbar, könnte es sein, erstmal auf jeden Fall realistisch erreichbar ein 17,30. Und wenn wir hier dann etwas stärker sind, dann kann es schnell in Richtung 1,1820 sein. Allerdings ist hier dieser Bereich übergeordnet, wenn wir das wieder fett einzeichnen, also die Abwärtsseite, die Aufwärtsseite, die Abwärtsseite. Dann hatten wir das erste Mal schon diesen Test dieses 1,1820er Bereiches. Dann sind wir hier da so ein bisschen seitwärts tendierend gewesen, haben hier nochmal kurz die Ausreißer nach oben gefunden. Dann kam aber grundlegend hier die nächste Welle nach unten, diese alten Tiefs eben nicht mehr nennenswert durchschritten, sind jetzt hier in den Bereich, sind jetzt wieder runter und sind da jetzt wieder aufwärts tendierend. Solange wir jetzt hier übergeordnet, das ist jetzt wirklich das große Big Picture. Wir im Daytrading versuchen ja auch hier in diesem Big Picture dann auch schon die Aufwärtsbewegungen so ein bisschen zu handeln, so ein bisschen zu erwischen. Aber grundlegend übergeordnet ist der Bereich 1,1820 der wichtige Bereich. Solange wir uns da drunter befinden, ist das übergeordnete Bild weiterhin abwärts. Kurzfristigerer Natur setzen wir jetzt hier auf die Erholung erstmal in diesen wichtigen Bereich, denn übergeordnet wird es einfach erst oberhalb von 1,1820 sauberer für die Aufwärtsseite. Erst hier kann es realistisch sein, dass wir vielleicht in Richtung 1,20, 1,20, 50 laufen. Also wer hier im Swing Trading unterwegs ist, wer vielleicht auch eher prozyklisch handeln will oder handeln möchte, der sollte entsprechend nicht dann die Aufwärtsseite handeln, sondern sich eben Setups auf der Abwärtsseite suchen. Das bedeutet, wenn wir erneut in den 1,1730er Bereich laufen, vielleicht mal einen Versuch auf der Abwärtsseite. Wenn wir an die 1,1820 laufen, einen Versuch auf der Abwärtsseite. Das ist durchaus denkbar, oder? Wenn wir natürlich relativ zügig hier unter das Unterstützungsniveau 1,16, 30, 40, ich gucke gleich mal diese orangene Linie, wenn wir hier relativ zügig drunter gehen, ist es natürlich auch schnell denkbar, dass wir doch wieder wegkippen und relativ zügig durch den 1,15er Bereich laufen und hier dann neue Bewegungstiefs ausbauen. Also das, die roten, hellroten Pfeile, die prozyklischen Überlegungen angepasst auf das übergeordnete Big Picture. Wenn man kurzfristigerer Natur unterwegs ist und auch gewillt ist, antizyklisch zu handeln, dann eben diese kleinen grünen Pfeile erstmal entsprechend in die nächsten Widerstandsbereiche, beziehungsweise dann natürlich auch diese kleinen, Moment, machen wir dann auch dünn, dass man dann natürlich auch untergeordnet oder auch im kleineren Daytrading dann hier drunten, hier unter natürlich die Abwärtsseite handelt. Genauso mit dem Gedanken, dass wir nach unten durchgehen können, wobei 1,15 auch erstmal, auch nach wie vor immer noch für einen Rebound gut sein könnte, also es hier durchaus auch nochmal ein Stück weit hochgehen kann, um dann eben die Abwärtsreise die Abwärtsreise fortzusetzen. Also das erstmal grundlegend der Gedanke zum Euro für die kommende Handelswoche und da müssen wir uns dann eben wirklich so ein bisschen entsprechend an die Tagestendenzen anpassen, denn grundsätzlich ist der Markt hier erstmal nicht großartig mit einem so schönen Trendvorteil verbunden, schnelle Richtungswechsel auch denkbar und wir müssen hier eben auch so ein bisschen schauen, dass man nicht zu viel handelt und man muss hier ganz stark dann auch auf das Feedback achten, wenn ich Handels oder wenn ich Trades mache. Wenn die gut gehen, dann kann ich natürlich sauber weitermachen, weil dann scheinen ja die Ideen, die man hat, nicht so schlecht zu sein. Handelt oder funktioniert es dann doch eben nicht ganz so. Man hat viele Trades, die Break-Even landen oder eben auch leicht im Verlust. Dann sollte man eher vom Gas runtergehen, schauen, lieber mal ein, zwei Tage abwarten. Auch der Euro ist ja stark an Amerika gekoppelt. Auch da wieder Dienstag und Mittwoch Independence Day, beziehungsweise Mittwoch Independence Day, auch dann am Dienstag ja dann schon in Amerika verkürzter Handel. Was einfach bedeutet, dass natürlich auch wenig Händler am Markt sind. Und dass sich dann das hier auch vielleicht erst zum Donnerstag, Freitag wieder so ein bisschen nennenswerter im Euro-US-Dollar bewegt. Abschließend der Blick aufs Gold. Gold sauber im Trend. Kann man eben einfach nur so sagen. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche es auch angesprochen, dass der Markt sauber im Trend ist und im Gegensatz zu den Indizes und zum Euro hier auch sauber seine Abwärtstendenz fortgesetzt hat. Ich will es jetzt gar nicht großartig aufdröseln. Wir hatten es dann auch täglich in den Livestreams teilweise gemacht. Wir hatten ja gesagt, der Markt ist sauber abwärts, der Markt hat
unten im Bereich, gucken wir auf den Tageschart, 12.033, so das nächste kernunterstützende Niveau, somit erstmal grundlegend, ja, ist es durchaus denkbar, dass wir in diesem Bereich runterlaufen. Und wenn wir bestimmte Levels nach oben nicht überschreiten, auch hier der Vorteil weiterhin auf der Abwärtsseite erstmal zu suchen ist. Und dafür haben wir, gehen wir wieder zurück auf den 4-Stunden-Chart, schieben es hier unten so ein bisschen zusammen. Dafür haben wir erstmal in der vergangenen Handelswoche, um das hier eben nochmal kurz zu erklären, hatten wir hier diesen Bereich um die Marke 1,76, diesen Bereich hatte ich gesagt, wenn wir da drunter bleiben, dann ist es weiterhin denkbar, dass wir eben weiter nach unten laufen und es ist nach Short-Setups eben Ausschau zu halten. Ja? Und ähnlich wäre es jetzt für die kommende Handelswoche, dass wir hier eben sagen, okay, unter welchem Bereich wäre es denn weiterhin interessant, dass der Markt eben sauber weiter im Abwärtstrend ist. Und da bietet sich hier zum einen dieses Tief an, wo dann eben der Markt diesen Bereich dann auch nochmal getestet hat. Das ist so in etwa der 1260er Bereich. Also alles, was sich da drunter abspielt. Und da auch von meiner Seite ja immer wieder der Gedanke, wenn wir uns leicht erholen, und dann eben ein Trigger kommt für die Abwärtsseite, würde ich es nach wie vor erstmal immer mal wieder auf der Abwärtsseite versuchen. Auch wenn wir hier in dem Bereich uns erstmal erholen, dann wieder die Abwärtsseite. Überschreiten wir diesen Bereich, dann müssen wir erstmal so ein bisschen vorsichtig werden, gucken, wie verhält sich der Markt. Ich würde nicht sofort kaufen wollen, weil es ist doch sehr, sehr stark aktuell noch antizyklisch zu sehen. Sollte sich der Markt hier drüber allerdings so ein bisschen etablieren, vielleicht auch manchmal irgendwie Seitwärtszonen ausbauen oder ähnliches, dann bin ich natürlich auch mal gewillt, zum Beispiel, wenn sich hier so eine Schiebezone auf relativ starkem Niveau ausbaut, dann auch mal auf einen Bruch von so einer Schiebezone in das von der vergangenen Woche wichtige Widerstandsniveau zu setzen. Das ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass ich auch mal antizyklisch handle, aber gerade die Big Picture Analyse soll eigentlich mehr den prozyklischen Blick hier haben, also der Gedanke der prozyklischen Handlungen, die ja dann auch für viele, viele interessant sind. Oder auch generell eben interessant für trendfolgende Händler sind. Also das jetzt hier erstmal der grundlegende Gedanke, alles unter 1260, von mir aus auch noch 1261, hier eben von der Abwärtsseite aus zu betrachten. Sollten wir da drüber gehen, erstmal Vorsicht. Ja, und hier sind neue Bewegungstiefs durchaus nach wie vor denkbar, auch wenn wir hier relativ zügig unter diesem Bereich, mit dem haben wir vergangene Woche im Daytrading hier dann schon gearbeitet, der ist hier grau markiert. Zack, das ist jetzt der Bereich hier. Das ist so in etwa 1,50 knapp darunter. Wenn wir natürlich hier relativ zügig wegbrechen, dann wird es natürlich hier unten auch relativ zügig interessant, auch etwas aggressiver die Abwärtsseite aufzunehmen, weil dann einfach diese entsprechenden Rücksetzer, die ich ja präferiere oder die ich am liebsten handle, dann erst gar nicht eintreten. Und wenn man eben trotzdem dabei sein möchte, muss man eben dann entscheiden, etwas aggressiver einzusteigen, teilweise Breakout-Strategien zu handeln oder eben auf kleineren Zeitebenen diese Rücksetzer zu suchen, die wir ja jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart einzeichnen und hier natürlich eine Kerze 4 Stunden ist. Und dann kann es durchaus mal 1-2 Tage dauern, bis der Markt sich hier entsprechend erholt. Was im kurzfristigen Handel, im Daytrading ja dann auch schon bedeutet, dass wir hier 2 Aufwärtstage haben und dann vielleicht auch mal im Daytrading mal vielleicht vorsichtig mal die Aufwärtsseite handeln. Aber übergeordnet, gerade für diejenigen, die hier vom Swing Trading unterwegs sind, wäre ich mit der Aufwärtsseite weiterhin erstmal vorsichtig. Und es kann natürlich sein, dass jetzt hier mal eine Trendwende stattfindet. Ja, aber das hätte auch schon hier sein können, das hätte schon hier sein können. Und von daher muss man sich vom Markt leiten lassen und solange das Bild sauber abwärts tendierend ist, würde ich persönlich auch immer eher dazu in Anführungsstrichen raten, das ist keine Empfehlung, dass man hier eher die Abwärtsseite handelt. Das soll es von meiner Seite gewesen sein, Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 27. Nochmal abschließend beachten, am Mittwoch ist Independence Day, da ist in Amerika kein Handel, davor eben am Dienstag schon verkürzter Handel in Amerika und am Freitag die Non-Farm Payrolls, die alle Märkte etwas bewegen könnten, in der Vergangenheit zwar nicht so stark bewegt haben, aber nach wie vor immer wichtig sind, man sollte immer drauf schauen, 14.30 Uhr am Freitag Non-Farm Payrolls. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche Good Trades und Mega Trading und wir hören uns definitiv täglich wieder zu den entsprechenden Livestreams, DAX Long oder Short oder dann auch zum Nachmittag der US Opening Bell beziehungsweise vom Chris Kämmerer das Devisenradar immer um 9.30 Uhr, wo dann eben auf die Devisenmärkte, Forex-Märkte oder auch mal Gold oder Silber geschaut wird beziehungsweise am Mittwoch dann auch nochmal das Devisenradar-Webinar am Nachmittag. Also da gibt es eine ganze Menge, was ihr euch hier entsprechend anschauen könnt. Ich wünsche euch Good Trades und Mega Trading. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.